Bist du bereit hierfür? Nein, überhaupt nicht. Hallo Mutter. Oh, bin ich. Barbara. Richtig Busen hast du. Beim letzten Mal sahst du noch wie ein kleiner Junge aus. Ich habe Onkel Beverlys Beerdigung verpasst. Das macht nichts, solange du ihn in deinem Herzen trägst. Lieber Gott, wir bitten dich, beschütze unsere Familie in dieser traurigen Zeit. O Herr, wir sind wahrhaft gesegnet mit unserer Verbundenheit, unserem Miteinander. Wir erkennen nun mehr denn je die Kraft, die Freude der Familie. Amen. 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 Lasst uns essen. Ich fand, die Trauerfeier war wunderschön. Ging so. Die guten Zeiten hat keiner erwähnt. Sie nimmt Pillen. Valium, Vicodin, Xanax. Ihr glaubt nicht, was sie gemacht hat. Sie hat ein Fläschchen Morphium geschmuggelt. In ihrer... Willst du mich durchsuchen? Nein. Bill, wo wohnst du jetzt? Wie bitte? Du und Barbara, ihr habt euch doch getrennt. Ist eine jüngere Frau im Spiel? Es reicht. Ja. Tja, dann hast du schlechte Karten, Schätzchen. Mom glaubt, dass Frauen mit dem Alter nicht gerade attraktiver werden. Das sehe ich anders. Das sagst ausgerechnet du, Karen? Du bist ja selbst der beste Beweis dafür. Wie charmant. Also, da bin ich neugierig. Isst du wirklich überhaupt kein Fleisch? Genau. Wenn man Fleisch isst, nimmt man die Schmerzen des Tieres in sich auf. Was nimmt man in sich auf? Die Herzen? Die Schmerzen. Wenn du meinst. Schmerzen kann man doch nicht essen. Unsere Tochter versucht nur, sich in diesem Irrenhaus zurechtzufinden, in das du sie geschleppt hast. Dieses Irrenhaus ist mein Zuhause. Überleg mal, was du da sagst. Ich habe eine Indianerin in meinem Haus. Ureinwohnerin nennt man das, Mom. Die sind auch nicht mehr Ureinwohner als ich. Tatsache ist, sie sind es. Dann sind die Dinosaurier auch Ureinwohner, wenn wir schon dabei sind. Du bist heute ausgesprochen gut in Form, Violet. Ich sage nur die Wahrheit. Nur manchen gefällt die Wahrheit nicht. When we